Ja, wir kommen zum Finale. Das große Finale von Monkey Island. Dem ersten Teil. Dann hätten wir es schon geschafft. Ich freue mich gerade. Ich freue mich gerade richtig. So, mit dem Affenkopfschlüssel machen wir uns jetzt auf zum, natürlich, Affenkopf. Da haben wir nämlich jetzt erstmal alles. Okay, dann benutzen wir jetzt erstmal wieder unser Schiff. Dann können wir wenigstens jetzt hier zum Strand. Wir müssen nicht wieder ganz rum. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das jemals schon mal so gemacht habe und nicht immer ganz rumgegangen bin. Oder vielleicht ist es auch neu in der Special Edition. Ich weiß nicht, ob das schon immer ein Strand war, den aus man näher an Affenkopf kommt. Es macht Sinn auf jeden Fall, das so zu machen. Wir haben uns noch gar nicht den Affenkopfschlüssel angeguckt, ne? Das hier ist der Affenkopfschlüssel. Ja, sieht aus wie ein riesen Wattestäbchen. Das hat auch einen Sinn, warum das so aussieht. Denn man muss ja auch erstmal an einem riesigen Affenkopf, der als Gebäude dient, ein Schlüsselloch finden. Und dieses Schlüsselloch kann sich doch nur hier befinden, oder? In einem riesigen Affenohr. Deshalb benutzen wir jetzt den Affenkopfschlüssel mit einem riesigen Affenohr. Sowas finde ich immer witzig, wenn die sich in solchen Spielen die Gegenstände so aus der Buchse ziehen. Ja, wie geil Garrosh auch schon guckt. Alles klar, gut, das war's schon. Okay. I had a feeling that in hell there would be mushrooms. Kann man die nehmen? Nee. Jetzt müssen wir erstmal lang gucken, wo uns das hinführt. Ich mich richtig erinnere in eine Sackgasse. Ja, wir können hier schon nicht weitergehen, ne? Ah doch, da. Klar, da geht er hier rüber. Ich dachte, hier wäre Schluss. Wer es mal nicht gesehen, dass es zusammenhängt. Okay, da geht's nicht weiter. Kann man nicht lang? I. Gross. Ja, riesiges Herz. Okay. Da war noch ein Weg lang gerade, ne? Hä? Doch nicht? Schwören können, dass man hier gerade hätte. Ih, was ist das denn? Die war noch gerade noch nicht da. Das ist ja geil. Okay. Habe ich die gerade einfach nur übersehen? Nee. Okay. Ja, der Weg ist jetzt anders. Okay, wir finden uns hier nicht zurecht in der Höhle. Creepy. Wir wissen ja nicht mal mehr, wo wir lang gehen müssen. Irgendwie müssen wir wieder zum Endziel kommen. Wo kommen wir dann hier lang? Hoffe ich doch mal. Nö. Jetzt sind wir jetzt irgendwie anders gegangen als vorher? Kommen wir jetzt hier wieder raus? Ja, der Weg ist jetzt anders, als er gerade war. Das ist doch crazy. Geht zur Höhle. Und da wieder diese Köpfe. Ja, okay. Hier können wir nirgends hin jetzt. Außer dort lang. Und das ist der Weg wieder zurück. Okay, gut. Wir finden uns hier nicht zurecht. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Hilfe. Und die einzigen Leute, die wir um Hilfe bitten können, sind vielleicht diejenigen, die uns zum Fressen gern haben. Deshalb schauen wir jetzt erstmal nochmal bei den Kannibalen nach. Das sind auch die einzigen, die wir finden können, um mit denen irgendwas zu besprechen, weil Herman ist ja immer irgendwie woanders. Okay, gehen wir hier zum Strand. Nutzen wir wieder das Boot. Oh ne, warte mal, kurz, hier ist eine Flasche.
There's a message in it. Ja, hol mal raus. It's a memo. To Herman Toothrot. From Yammer, Hem and Haw, attorneys at law. Regarding suit against cannibal tribe over malicious tossing of your oars into a chasm. I think we have a case here. We can probably soak them for emotional distress and possibly punitive damages as well. Sounds like legalese. I don't think I can translate the rest. Kann ich Flasche aufnehmen? Nimm Flasche. It's a gross old bottle. Okay, die will er nicht nehmen. I don't want it. Lag das gerade eigentlich auf dem Hinweg, als ich hinkam, auch schon da? Also mir ist es nicht aufgefallen, dass da diese Flasche rumlag. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, ob man mit diesen ganzen Memos irgendwas machen kann. Ich glaube eher nicht. So, wollen wieder. Schade, dass man es nicht anklicken kann. Dann erstmal an den Strand. So, dann wieder da rein. Zurück zu Lemonhead und seinen Freunden. Da kommen sie sofort und freuen sich. Ja. Das könnt ihr machen. Well, actually, there is something. Tell us, what is it? I'm looking for somebody. Here? On Monkey Island? We're the only people living on Monkey Island. Mm-hmm. Well, the only civilized people. Das hätte man auch schon gesagt. Ich suche jemanden, der nicht That's mehr okay. lebt, genau. The people I'm looking for aren't living. Oh, yeah. Those guys. Then you've seen the ghost pirate LeChuck and his cadaverous crew? Those jerks have been bugging us for months. Zooming around here in that creepy ghost ship of theirs, wailing and moaning until all hours of the morning. Scaring away all the pretty schlimm Nachbarn. Normally, when we have problems with the undead, we just cook up our standard potion of exorcism okay. and be done with it. Da gibt's also auch noch eine Geheimwaffe. What's in your standard potion of exorcism? Well, the main ingredient of the potion is a very rare root. In fact, there's only one in existence. We only use a little bit at a time, you see. But LeChuck stole the whole thing. Okay, dann müssen wir die wohl mit benutzen, beziehungsweise mit befreien. He's in a place beneath this island. Somewhere in a huge system of catacombs. A hellish place filled with the wailing of tortured souls trapped forever in the rock, where the walls bleed and the air is thick with the rancid smell of pure evil. Tourists used to line up for hours to see it. Sounds neat. Can I see it? No, we lost the key. It was stolen. Well, we loaned it to a hermit who lives on the island. Huh? And until that crusty old pantless weirdo brings it back, we're keeping his banana pit. Nee, das habt ihr alles schon nicht mehr. LeChuck came in here and stole your root? What a cat. Irgendwie passte das nicht mehr. Die haben den Bananenpflücker und alles nicht mehr. Better. I'm off to find LeChuck and get the root. Sorry, but it's just not that easy. Okay, ich hab mich schon gewundert. LeChuck could be very dangerous. Ich muss mit denen hier noch machen können. Find your way through the catacombs without them. Genau. Hey. Den brauchen wir. Snake on the edge of the alligator nay. The what? Nothing. Nothing. Oh, come on, tell me. I gave you the idol. It's a very nice idol. We could at least tell him what das the hand ein Billy does. Idol, ne? Well, it's a navigating tool. It's a head. It was once attached to a navigator. We've kept it alive magically, so we could take advantage of its innate sense of direction. Getting through the catacombs. Ja, der Navigator. Okay. But it's our only one, so you can't have it. I guess we have nothing to offer you. After he gave us that nice idol, too. Feel free to come to the Great Monkey and visit your idol anytime. So, anyway, Lemonhead, what was that you were saying about tropical oils? Well... Jetzt kann nichts machen? Okay, doch. I think they're having a serious discussion.
Okay, ich muss den was geben, damit die sich zu irgendeinem anderen Kopf. Das ist ja auch ein Kopf, den die haben wollen, ne? Gib Schädel an den, aber es ist deren eigener. We couldn't take that. You've already given us so much. Okay, das sind die ganzen Memos, das ist der Schlüssel. Achso, die wollen ja den Affenkopfschlüssel wieder haben, ne? So, gib Affenkopfschlüssel an den. Ah, the key to the great monkey. Thank you very much. Ey, ihr Penner! I think they're having a serious discussion. Wieso komme ich nicht mehr rein? Den Kompass brauche ich. Ich weiß, dass ich den Kompass noch brauche. Geld nehmen die sowieso nicht. Ja, die werden ja kaum irgendwie berührt sein, weil ich denen das gebe. Also den Drohbrief, davon haben die auch nichts. Was ist ein Pamphlet nochmal? Ne, untersucht das erstmal. Ich will erstmal wissen, was das ist. Ne. Merkblatt nochmal. Okay. Ja, okay, navigieren. Das geben wir an die. Well, look at this. Ja. It looks like instructions on how to get ahead. We could give him our head. Ach ja. Ich liebe Point-and-Click-Adventure. Das ist manchmal so bescheuert. Thanks. Lecker! Ja, der sieht richtig nice aus. We keep it wrapped in this magical necklace that makes it invisible to ghosts. Wo haben sie die Kette her? Oh, look! I think he likes you! Just follow his nose and he'll lead you to LeChuck's hideout in the catacombs. Then, get the root from LeChuck and come back here. We'll mix up a batch of our special enzymatic ghost dissolving solution. Das klingt doch nach einem Plan. You can pour it on LeChuck like salt on a slug. Yeah. Good luck. Okay. Guck mal, man muss den Kopf dann nämlich irgendwie benutzen, einfach nur. So, benutze Kopf. Genau. Dann dreht er sich. I don't think it's picking up anything. Und schaut in die Richtung, in die man gehen muss. Und dann führt er ein Richtung. Ey, das wusste ich noch nicht mehr, dass er das macht. Nope, nothing. Kann ich jetzt schon mit dem sprechen eigentlich? Sprich mit Kopf. Hello, Mr. Navigator. Hello. Okay. Ja, macht er erstmal nicht. Gut, das heißt wieder ab zum Affenkopf. Erstmal an den Strand. Wir benutzen wieder unser Bötchen. Also mindestens zum vorletzten Mal machen wir jetzt diese Reise. Wir müssen ja dann nochmal wieder zu den Kannibalen, um die Wurzel dort abzuliefern. So, wieder hier rein. Ab zum Affenkopf. Geil, dass der Affe die ganze Zeit da rumhängt. Der ist so dankbar für die Banane, dass er nichts anderes mehr machen will. So, okay. Dann gehen wir da einmal hin und einmal rein. Und jetzt können wir schon den Kopf hier benutzen, meine ich. Ja. Der zeigt uns jetzt immer an, wo wir lang gehen müssen. Das heißt, sobald man sollte mal an Kreuzungspunkten stehen bleiben, dann bewegt er seinen Kopf. Okay, man kann momentan nur da lang gehen in dem Spiel. Alles klar. In der ersten Option macht das scheinbar noch nicht. Oh, ich hoffe, ich habe mir nicht wieder den Mund zu voll genommen, dass er jetzt gleich, der dreht sich dann immer einmal so und müsste anzeigen, wo man lang geht. Okay, das scheint alles noch richtig zu sein. Ja, jetzt hat er sich gerade gedreht. Warum auch immer jetzt gerade. Ich denke, er will mich zur rechten. Jetzt will er nämlich wieder, dass man zurückgeht. Und wieder zurück. So, er guckt geradeaus. Also gehen wir jetzt erstmal hier hin. In Richtung Schweinenase. So.
Er will auch, dass wir hier hingehen. Das will nach links gehen. Hä? Ich geh erstmal dahin. Wir sollten ja nach rechts gehen. Was machst du jetzt? Ja, nach rechts, okay. Es funktioniert irgendwie nicht so hundertprozentig gut gerade. So, da rein. Ich frage mich, warum er gerade wieder nach links zurückgehen wollte. Geradeaus. Okay, geradeaus und links dann. Also nach links müssen wir. Hier hin. Ja, also nach oben, nach rechts wahrscheinlich. Ja, okay. Gut. Gehen wir erstmal bis hier hin. Kann ja sein, dass er dann nach unten guckt. Nö. Dahin. Jo, und da rein. Kommen wir nur nach rechts. Will wieder, dass wir nach links gehen. Okay. Nach links. Mal einmal hier hin. Weiter nach links. Okay. Wir können aber nicht weiter nach links, du Mongo. Was ist, wenn wir hier raufgehen? So, da rein. Wieder zurück. Tada! Ja, war ja richtig easy. Okay, gut. Dann gehen wir einmal zum Geisterschiff. Und gucken uns das da spannend an. Wir verstecken uns jetzt erstmal und dann gucken wir uns an, was da abgeht. Und feiern das schön. Das finde ich gut. Ich will die Gefangene verhören. Yikes! Okay, lauter Geisterpiraten. Da kommen wir nicht hin. Wir müssen was haben, was uns unsichtbar macht, und die Kannibalen haben uns ja schon gesagt, was uns unsichtbar macht, und zwar die Kette. So, benutze Kette. Das will er nicht, war klar. Also quatschen wir mit dem Kopf. Okay, we're here. Now what do you want from me? Wir wollen die Kette haben. So, danke für den Weg zum Geisterschiff. Achso, und darüber war schon das Halsband. Danach hätte ich fragen sollen. Hey, no problem. When you only have one job, you do it well. Know what I mean? So, okay. May I please have that necklace? No. But thanks for asking so politely. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der richtige Weg jetzt ist. You can beg all you want, but you can't have it. Bitte, bitte. Pretty please? You can beg all you want, but you can't have it. Bitte, bitte, pretty, bitte. Pretty please? You can beg all you want, but you can't have it. Das ist ja immer dasselbe. Ich dachte, der wird andere Sachen please sagen. With sugar on top? Oh, all right, you big baby. Ey, das ist im Deutschen auf jeden Fall auch viel witziger als im Englischen mit dem bitte, 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 bitte. Okay, wir können die Kette haben. Er braucht ja eh keine, er hat ja keine Schultern. So, dann benutzen wir jetzt die Kette. This feels weird. Und soweit ich weiß, wird man jetzt eigentlich unsichtbar. Okay. Ist vielleicht in der Version anders visualisiert, damit man sich noch sehen kann. Normalerweise sieht man nur so einen blauen Umriss, meine ich. Ja, die sehen einen nicht scheinbar. Okay, so ist es. Ah, nee, jetzt ist man doch ganz weg. Was ist mit dem hier? Kann man die Pulle von dem klauen? Hat der jetzt gerade aufgeguckt? Ja, ne? Der hat doch gerade mit dem Kopf nach hinten gelegen. Ach, ich kann die alle nicht anklicken. So, ich öffne erstmal die Tür. What was that?
Okay, die knackt. Also brauchen wir irgendwas, um dass es nicht mehr knackt. Ich bin so ein Volltrottel, ne? Ist hier nicht irgendwas gerade schlafende Geist? Ja. Ich hätte nicht die Feder mitkochen sollen. Ja, hier muss es ja noch irgendwo eine geben, sonst hätte man das ja nicht machen können normalerweise. Aber jetzt schon gedrückt, dass er zum Durchgang gehen soll. Wo bin ich gerade? Geh zum Durchgang. Ja, okay, hier kriegt man nochmal Federn. Genau. Nimm Geisterfedern. Kann ich einen Geisterhuhn nehmen? Nimm Geisterhuhn. They look like chickens. Kann ich die Sachen hier irgendwie öffnen? Nein. Kann ich was mit den Schweinen machen? Gross, look at the meat. So, die leuchtende Kiste, ja. Das. Dann öffne die. Genau, da ist die Wurzel drin. Okay, was mit der Luke? Okay, können wir auch nicht öffnen. Wir können jetzt mit der Feder den Schnappes kriegen, aber ich. Was haben wir nochmal von dem dann? Okay. Benutze. Feder mit Geisterfüßen. So. Müssen wir auch öfter machen. It's a bottle of ghost grog. Nimm Grog. Ich frage mich gerade, wofür ich den Grog brauche, aber. Okay, ja komm. Also eine Sache weiß ich zu 100%, die ich hier machen muss. Warum muss man mit dem Hund noch irgendwas machen? Der knurrt nämlich, wenn man da vorbeigeht. Und zwar müssen wir den Kompass hier benutzen. Das ist so eine Sache, die hat sich so in mein Hirn gebrannt, weil ich hier wirklich, ich bin verzweifelt ohne Ende, diesen Schlüssel zu kriegen. Weil wenn man einfach so hingeht, tick LeChuck aus, wenn ich jetzt nämlich weiter vorne gehe. Genau. Er checkt nämlich nicht, dass so, dass hier gar nichts los ist. I don't see anything special about it. It's got little wriggling blue hairs in it. Looks like Monkey Island. Kann ich die Karte nehmen? I can't pick that up. Man kann sonst nicht weiter zu den Sachen gehen, okay. Den Schlüssel kann ich jetzt auf jeden Fall für die Koje nehmen, aber was ist mit dem Hund? Hey, what a cute little ghost dog. Kann ich den, schieb den mal. Das ist witzig, dass er so einen Knochen im Leib hat. Erinnert mich, dass ich mit denen hier gar nichts machen kann. Dann wieder hier rein. So. Hier ist die Truhe kann ich auch nicht nehmen. Hier ist nichts sonst. Das wundert mich irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass noch irgendwas fehlt. So, den Schlüssel können wir jetzt auf jeden Fall damit benutzen, mit der Truhe hier unten, meine ich. Also mit der Luke. Das Fett für die Tür, okay. Yikes. Ach ja, er hat Angst vor dieser dicken Ratte. Das Einzige, was wir hier bekommen haben, ist der Grog. So. Ja. Die Ratte kackt jetzt ab, weil wir Grog geben. Oder wird zumindest schläfrig. Es ist eine Geisterratte, selbst wenn sie abkratzt. So, okay. Frittierfett brauchen wir. It's a vat of cooking grease. Das nehmen wir jetzt. It's all over my hands. Habe ich das jetzt? Ja, okay. Damit können wir jetzt das Türquietschen beseitigen. So, benutze Frittierfett mit Tür. Jo. Es merkt keiner mehr, dass ich reingehe. He's asleep. Okay. Geisterwerkzeuge. Guck mal. Oh, good. More inventory.
Geisterwerkzeuge. They're glowing ghost tools. Ich habe gerade einen Hänger. Das ist eine Brechstange. Um mich an die. Hey, I bet the governor's in there. Kann ich das öffnen? Kann ich. Aber das merkt er doch dann, wenn ich benutze. I can't get to it. That big ghost's in the way. He's asleep. Kann ich mit dem Feuer ihm. Nee. Nee. Mit dem Werkzeug kann ich an die Kiste jetzt dran, ne? So, benutze Werkzeuge. Kiste. This should do it. Ja, okay. Just grab this old root and be on my way. Okay, wir haben jetzt die Wurzel. It's twisted and dried up and not very impressive looking. Die Malzwurzel. Okay, damit können wir jetzt wieder zurück zu den Kannibalen. Ich meine nämlich nicht, dass ich hier noch irgendwas machen kann. A long walk, a brief row and a short hike later. Wenigstens wird mir das so langsam abgenommen. I did it. I got the root. Wow. Look, he's not kidding. Here it is. He's not such a wimp after all. Come on, let's go make the brew of kein the fermented Feigling. Root. Mm-hmm. Wait here. We'll be right back. Da ist er wieder. I'd love to have you stuff. I'd make a fortune. Was für geil, der eine Kopf beißt ab, der andere schluckt. There it is. One squirt of that stuff and the ectoplasm really hits the fan. And if you have any left over, it's delicious with a ja, little vanilla ice cream. Das gute Malzbier, das Geisterpiraten vernichtet. Aber ich hatte im Spiel nur vor einer Sache Angst, dadurch, dass mein Mausrad nicht vernünftig funktioniert und ich darauf angewiesen bin, mit Steuerung ein altes Menü zu steuern, könnte ich für eine Sache nachher zu lange brauchen und es könnte eine Weile dauern, bis ich die schaffe. Ziemlich schlechtes Wetter heute, nicht? Ne, wir fragen erstmal, was mit dem Schiff passiert ist, bevor wir den unsprayen. Die Hochzeit? What wedding? LeChuck is marrying the governor of Malay Island. What? But how will they? Where's the wedding? There's a lovely church on Malay Island. Eine Kirche, die bisher noch keinen Zweck hatte. Malay Island? Oh no. Zu Trademark Melee Island. So, warum bist du noch hier? My head fell into the lava there and I had to chase after it. And when I came back, they had gone. Shame too. I hate to miss the wedding. Ich gebe auf, ich keine Lust mehr. I'm tired of chasing them everywhere. Das stimmt nicht, ich habe noch eine Menge Bock. Vor allem habe ich so richtig. Ja, genau. Danke, Geist. What kind of a hero are you anyway? You're right. I've got to stop that wedding. Bye. Bob! What are you doing here? Oh, I missed the boat to the wedding. Beiden kennen sich? Hey! No problem. We can take mine. Let's go. Hey, will you take me to Malay Island? I'll lend you my ship, if you promise to rescue me with it. Okay. Warum fährt ihr nicht einfach mit? Let's go! Ja, wir kommen zum Finale. Das große Finale von Monkey Island. Dem ersten Teil. Dann hätten wir es schon geschafft. Ich freue mich gerade. Ich freue mich gerade richtig. Okay.
Well, that certainly was easier than the trip to Monkey Island. So, wir haben im Menü nur noch Knete und Malzbier. Alles klar. Now I'll have to stop the wedding by myself. So, ab zur Kirche. Yikes. Hey! Wait a second! So. Ich hab hier was gegen Mundgeruch. Is it mint flavored? I only like the minty kind. Cool. Sauberst. So, gucken wir mal. Ich weiß gerade nicht. Okay, man kommt sofort hier und geht gar nicht erst an das Gamba vorbei. Ich bin dafür, dass wir ohne Scherz jeden Geist auf dem Weg hier umhauen. Der hat ein Schwert im Kopf. This stuff's great. Ja, finde ich auch. Ich finde es großartig. Watch out, LeChuck. There's a new sheriff in town and his name... Hey, I better get to the church. Können wir vorher noch bei der Voodoo-Tante vorbeigucken eigentlich? Tatsache. I've got to get to the church. Er geht da nicht mehr rein, okay. Er geht nicht mehr rein. Ja, dann öffnen wir die Tür. Und kommen fast jetzt schon zu einer großen Endsequenz. Da ist die Hochzeit. If there be any man with reason, that these two people should not be united in blissful matrimony, let him speak now, or forever hold his peace. Niemals. Da, der Gatte ist kein Mensch. The groom isn't a human. Hey, who's that? You. Boah, nimm dies, du geistloses Gesocks, oder ich bin Kongo, wann ich... Das. Take this, you vaporous voodoo vermin. Take what? Are you trying to bribe me? Governor! Okay. Governor! Wer steckt denn da im Brautkleid? What's going on? Oh, Guybrush, you mad fool! I'm impressed you came to rescue me, but it really wasn't necessary. I had everything well in hand. Unfortunately, your arrival has made it necessary for me to tip my hand early. How? Who? But... If you're here, then who's that in the dress? Das hat LeChuck auch nicht gemerkt. What? Zack, ja, Malzbier. Don't scare them. They have my ghost sapping root beer bottle. Das ist echt ein mega guter Plan, statt... Sie hätte einfach das Malzbier haben müssen und sich dann abseilen müssen und von hinten erschießen sollen. Oops. Nice going, Guybrush. Now I've got to chase them down to get my voodoo root beer back. But... I... Hey! You dared come here and confront me? I can't believe your audacity. So... Bitte töte mich nicht, nimm dies, du geistliche Socks. Das hat mir gerade auch schon. Ich kann deine Dummheit nicht glauben. I can't believe your stupidity. Yeah. Yeah. I can't believe your frivolity. Deine Grobheit, deine Faulheit, deine Narrheit, deine Blödheit. Well, I can't believe your felicity. Yeah. Wie lange geht das jetzt? Fremdheit? Ich kann deine Grobheit nicht glauben. I can't believe your atrocity. Yeah. Well, I can't believe your fragility. Well, I can't believe your enormity. Ah, I grow tired of you. Say okay. Now. Gut. Let's not be hasty. So, jetzt wird's problematisch. Da fliegt unser Malzbier weg und wir fliegen dorthin. Verdammte Axt. Und LeChuck fliegt hinterher. So, der prügelt uns jetzt von einem Ende zum anderen Ende der Insel.
Ab und zu haut er uns auf Orte, aber es gibt nur einen einzigen Ort, mit dem wir noch eine Chance haben. Brock, da ist eine Pulle rausgekommen. Okay, das wird alles beim ersten Mal nicht klappen, scheinbar. If you're interested in trading up, I can give you a fair price for it. Howdy, partner. You know, just by looking at okay, Stan will sogar geistern was verticken. A man of the world. A man with an eye for quality. A man who knows a good bargain when he... Okay, der zieht uns jetzt da raus. Ich hab die Vermutung, das wird nicht beim ersten Mal klappen. Ich hab ein bisschen Angst. Mach das Menü auf. Gib mir mein Menü. Gib mir mein Menü. Gib mir, benutze das mit ihm. Nein, dann nimm das. Benutze Malzbier mit ihm. Es klappt beim ersten Mal. Unglaublich. Ich hab das schon oft versemmelt beim ersten Mal. Früher auf dem Amiga, tausendfach. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er sonst cooler stirbt. Weil wir können uns das Replay ja mal in der normalen Version anschauen. Da sieht so aus. Ich finde, da sieht er auch ein bisschen geiler aus, weil er so durchsichtiger ist. So, jetzt zerplatz mal. Er sieht genauso aus. So, sieht's von oben aus. Ach, Feuerwerk. Die Evox, lass uns wieder knallen. Feuerwerk. Hey! Yikes! Oh, don't sneak up on me like that. Sorry. That's okay. You know, LeChuck was a deviant, obnoxious, slithery, creepy, crawly sort of a guy, but I'll say one thing for him. What's that? He sure looks nice exploding against the night sky. Yes, it's very romantic. Can I buy you a root beer? Oh, klar. Wir sagen trotzdem sicher. There's more at Stan's. Oh gosh, I hope Stan's okay. Wir sind doch at Stan's. Guck mal, fällt aber gerade ins Wasser. I wish my crew could have seen this. Selbst schuld, ihr faule Bande. As soon as we find a way off this island, we're gonna have ourselves a little chat with Mr. Threepwood. Let's get out of this hut first. Yeah, at least I learned something from all this. What's that? So, ich würde sagen, man sollte ohne Scherz niemals mehr als 50 Mark für ein Computerspiel sein. Ich liebe diesen Satz. A what? I don't know. Not sure why I said that. Ja. Das war The Secret of Monkey Island in der Special Edition. Wir haben es geschafft. Es hat Spaß gemacht. Ohne Ende. Und für alle, die noch nicht genug haben, sehen wir uns wieder, wenn es heißt Monkey Island 2 LeChuck's Revenge, ebenfalls in der Special Edition bei Herrock zockt. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.